Want mama en ik in bed waren. Dan is mama er vorne en ik de hinten. Dan werd einfach der Papa oder Mama einfach ein Gesicht geschlagen mit dem Küssen. Und du warst im Bett, dann, im gleichen Bett? Immer wenn ich nach Hause kam, egal wo ich war, hatte ich so Angst, dass er wieder ausrastet. Einmal ist er so ausgerastet, hat die Polizei abgeführt. Doch, ein Streit, aber ein recht heftiger Streit. Heftiger. Das sind Bilder, die ich jetzt nicht wirklich vergessen habe. Er hat immer gesagt, er bringe uns um. Kaum ist der Schlag passiert, da wollte ich die Zeit zurückdrehen. Ich wollte am liebsten alles ungeschehen machen. Was mir am meisten wehtut, ist, was ich den Kindern hatte. Und dann bin ich einfach immer zu der Türklinke so halb angehangen, aber so, dass sie nicht aufgegangen ist. Und bin dann so ein bisschen runtergekurrt und einfach gebrüllt. Aber leislich. Also kaum bin ich daheim gsi, habe ich eigentlich flüchten. Und wie war es für dich? Schlecht. Schlecht? Es war halt einfach wie ein Messerstich. Es ist immer so ein bisschen bedroht vom Zerfall. Es schnürt dann die Luft ein bisschen ab. Man hat das Gefühl, irgendwie das Herz, es ist wirklich tonnenschwer. Man hat das Gefühl, das Leben geht morgen immer weiter.